So, es geht los. Also der ganze Zug hat sich in Bewegung gesetzt. Da hinten kann man das schon sehen. Die Polizei rollt an und die Leute biegen da hinten schon mal um die Ecke. Also da in etwa so. Thank you.
Habe ich euch mit drauf hier. Eigentlich wollte ich nur auf der Rückseite filmen. Querdenken 615. Ja, machen wir schon. Alles gut? Geht dann ins Internet nachher, ne? Ist okay? Super. Erstmal ein Zug. Zug im Anmarsch.
weiß nicht, ob man das da oben sehen kann. Fliegt auch ein Hubschrauber rum. Thank you.
scannen das Ganze. Da kann das Ding einmal machen. Kommt alles nach der Zügelschule hochgeladen, der komplette Aufzug von A bis Z. Allein, wenn das jetzt eine Stunde dauert, dass sie hier vorbei sind, ne? Wir haben noch eine andere Kamera mit. Also genug Speicherkapazität haben wir. Das dauert, ne? Ich dachte eigentlich bei dieser Friedenskaube, dass hier das Riesentransparent, was da Schlüssel ist. Aber nein. Ich vermisse noch diese Friedensfahrzeuge und sowas. Das ist ja auch. Ja, sollten ein paar Großfahrzeuge dabei sein. Ne? Ja. Eins habe ich gesehen jetzt eben. Ja, aber das waren ja diese Busse, aber es gibt doch diese Autos aus ganz Deutschland, diese Friedensfahrzeuge. Diese Polizeiwagen, wo vorne Peace draufsteht. Okay. Man muss nachher sehen, wir sind auf jeden Fall da, aber wahrscheinlich immer schon noch mal nicht. Ja. Oder ist das Ding ist richtig groß, dann vorne. Weil auch die Biker und sowas, ich dachte, dass sie auch fahren. Aber vielleicht kann sein, ja. Alle am Winken hier. Wieder mal ein Zug. Da hinten? Nee, das stimmt. Aber da kommen jetzt auch ein paar größere Fahrzeuge da noch, ne? Achso. Ich frage, ob das noch läuft, ob das fruchtet, ne? Ob da wird das mal jemand einlenken. Muss ja keiner, aber zumindest die Bevölkerung wird irgendwie auch lachen. Und sie sich überlegen, dass vielleicht 500.000 Einspringer sein können. Und man das hier nicht mehr auf Nazis schieben kann, wenn man so will. Ja, ist das sowieso nicht der Fall. Ich habe das mit Nazis zu tun. Wie kann man sowas behaupten? Also anstelle der Medien, wie kann man sowas raushauen? Das geht doch gar nicht. Leute glauben es. Ja, meine Tante hat auch gesagt, was für ein Die Rechtsradikalen sind die einzigen, die auf Demos gehen, ne? Ja, ja. Aber irgendwie muss man das Ganze ja schlecht reden.
soll ja eine ganz tolle Sache sein. Mit Corona und sie schützen. Und das ist doch, er schützt dich und die anderen. Und, das sind ja alles so Schlachtrufe. Ja, vor allem die Leute gehen auch völlig. Ja. Die meinten so, ja, wieso? Man muss doch Rücksicht nehmen. Ja, ja. Ich glaube, ich habe es bei dem Anleger eingestellt. Ne? Und so irgendwie rücksichtslos. Und die Leute kochen auf ihren Frieden. Und ich finde das unrücksichtslos. Von ja, wo ich denke, so Mann, ich glaube, ihr müsst einfach eine Stufe nicht. Also, es ist einfach eine andere Informationsstand. Ja. Ne? Für mich hat irgendwie Maskentrage inzwischen was mit. Nicht mehr Rücksichtnahme zu tun, ja. Ne? Weil ich damit sage, ich möchte bitte geimpft werden. Ja, man nimmt Rücksicht auf die Politik. Auch wenn nicht auf irgendwas anderes. Aber es kommt halt bei den Leuten so an und das finde ich so ein bisschen traurig, weil die ja wirklich Angst haben. Panische Angst. Das ist ganz schlimm. Und dadurch kann man die natürlich auch gut spalten und sagen, hier, das sind alles gefährliche Verschwörungstheorien. Ich war gestern bei Edeka einkaufen und da ich bin da ohne Maske rein, dann wurde ich auch direkt von Kunden angesprochen. Ja, hier muss die Maske und die ließen sich doch überhaupt nicht auf irgendeine Diskussion ein. Für die ist das ganz klar, Maske, Virus, Gefahr, aufsetzen, Ende. Da kann man sagen, was man will. Aber bei vielen, ich habe tatsächlich schon mal Gespräche geführt. Ja, das stimmt also auch. Also ja. Es gibt so und so, ich mache trotzdem jedes Mal wieder. Ja. Wenn man so ein persönlicher Mann, gerade auf dem Weg hierher, tatsächlich in der S-Bahn, wo eine Frau mich angesprochen hat, ja. Sie meinte, ja, sie sehen schon so aus. Sie möchten also da. So als wären sie anders so, ne? Und dann meinte ich, was meinst du denn genau? Dann wissen sie schon, so wie ich es gesagt habe, weil ich meinte, wie meint sie das? Ich so, nee, verstehe ich nicht. Also, na, sie wissen auch, wie sie aussehen. Eine radikale Welle entgegen. Und diese radikale Welle mit Ruhe. Verständnis aufzufangen, ja. Dass die Leute nicht Angst haben. Ja, das stimmt. Ist das dann noch? Ja, ne, doch. Musst du wahrscheinlich ja. Jetzt habe ich die Kamera ausgemacht, weil ich dachte, der Zug kommt, der bleibt da stehen. Schwenken wir mal kurz wieder rüber hier. Lasst uns 14 sein!
kommen auch von den Seiten vielleicht auf die Seitenstraße. Und das ist ja auch gesperrt jetzt, ne? Da kommt ja gar keiner mit durch. Warum? So. Antifa ist nicht faschistisch. Was demonstriert denn sowas dagegen? Alles so aussehen lassen, als ob das hier irgendwie. Ja, ja. Überflugsrechte und so weiter, und das ist alles nicht so ganz einfach. Ich glaube, es geht von der Polizei. Ja, das weiß ich, aber mit der Drohne ist das gefährlich. Du darfst ja nicht überall rüberfliegen. Gerade über so eine Menschenmenge. Man kann vielleicht ja, aber, über du, den damals Park... damals von der Lachenweg oder vom Marathon ja, irgendjemand macht das ja wahrscheinlich. Also egal, ob es schlafen ist oder nicht. Ja, aber ich glaube, das wird da wahrscheinlich auch. Kann auch sein. Aber man könnte mit der Drohne in dem Park könnte man starten. Das war ja eigentlich nicht. Ehrlich gesagt sehe ich gar nicht so viel. Das ist, wenn man mal so bedenkt, dass vor kurzem noch so Bilder durch den Tube durchgehen, wo die Leute mit den Knien auf dem Boden. Grausig. Jetzt los.
Thank you.
Leute, ich habe hier zwischenzeitlich hier auf meine GoPro ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt hier sehen kann. Das geht jetzt. Also hier vorne ist das gleich zu Ende, da kommen noch diese Friedensfahrzeuge. Ich fahre jetzt mal ein bisschen runter und filme dann noch ein bisschen weiter.